Sicher, schneller, weiter. In jedem Rennen riskiere ich als Fahrer alles für den Sieg. Deshalb steht Sicherheit für mich an erster Stelle. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Decathlon. Mein Anzug für dieses Jahr, er sieht natürlich super toll aus, ist stylisch. Ich glaube, für jeden Fahrer ist es natürlich auch wichtig, dass der Anzug was taugt, der muss gut aussehen. Weil man ist ja sehr viel im Fahrerlager unterwegs und wenn der Anzug dann nicht so gut aussieht, ist auch nicht so toll. Aber ganz vorne steht natürlich die Sicherheit von dem Anzug. Die FAE macht einen super Job da und da sind auch alle Fahrer, denke ich, sehr dankbar drüber. Also ich kriege normalerweise pro Saison 2 bis 3 Anzüge gestellt, so dass ich für Freitag, Samstag und Sonntag jeweils einen Anzug habe. Der Anzug muss natürlich sehr flexibel sein, damit wir in Notsituationen schnell aus dem Auto kommen. Er muss aber auch relativ leicht sein, am besten so leicht wie möglich. Die meisten sind maßangefertigt, sie sind feuergeprüft. Im Notfall schützt der Anzug zwischen 20 und 30 Sekunden vor Feuer, was sehr wichtig war, auch letztes Jahr bei dem Unfall von Romain Grosjean in Bahrain. Er hat 27 Sekunden in dem Feuer ausgehalten und hat nur leichte Verbrennungen an den Händen gehabt, aber kam soweit munter raus und ich denke, da sieht man schon, dass die Technik sehr gut geworden ist. Auch bei jedem Rennwochenende kommen Kommissare zu uns und checken unsere Ausrüstung, dabei auch der Anzug. Und wenn nur ein kleines Loch drin ist, dürfen wir diesen Anzug nicht mehr verwenden. Also die legen wirklich alles drauf an, dass nichts passiert. Wie man an meinem Anzug gut sehen kann, sind relativ viele Logos drauf. Ganz oben natürlich an den beiden Schulterblättern sind die OMP-Sponsoren. Das ist der Anzughersteller, der mir den Anzug zur Verfügung stellt. Dabei haben wir aber auch noch das Pirelli-Logo, was die Reifenhersteller bei der Formel-3-Serie sind. Das ist Pflicht, am Anzug zu haben. Und dabei haben wir auch noch das FAEF3-Logo, was am Nacken ist, was auch Pflicht ist. Die wollen das immer dabei haben. Und natürlich das Trident-Logo von meinem Team. Natürlich, der Anzug muss toll aussehen. Er muss gute Schnittform haben, dass er nicht stört. Aber das Wichtigste ist immer noch, dass im Falle eines Brandes die Sicherheit ganz oben steht. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Dekra. Mehr unter dekra.de.